Tests, Masken, Abstand, so sieht der Schulalltag unserer Kinder aus. Von einem normalen Unterricht sind wir meilenweit entfernt. Gerade die Masken sind eine massive Belastung für die Schüler, gesundheitlich und seelisch. Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme stehen an der Tagesordnung. Die Kommunikation spielt beim Lernen eine wichtige Rolle. Durch das dauerhafte Tragen der Maske fehlen wichtige nonverbale Signale, wie etwa die Mimik, die aber vor allem beim Spracherwerb eine große Rolle spielen. Um sowohl den Kindern als auch den Lehrern wieder einen normalen Schulbetrieb ohne stundenlange Maskentragen zu ermöglichen, fordert die FPÖ bereits seit Monaten entsprechende Luftreinigungsgeräte für die Klassenzimmer. Es gibt technische Geräte, die die Luft und auch die Oberflächen virenfrei, auch bakterienfrei sogar halten. Wir reden seit Monaten darüber und schlagen vor, diese Geräte anzuschaffen für alle Schulklassen in Österreich. Ja, das kostet, und zwar in Summe für ganz Österreich etwa 150 Millionen Euro, aber 100 Millionen haben allein die Medien bekommen an Sonderförderung, damit sie positiv über die Regierung berichten. Also da ist das Geld wirklich gut eingesetzt. Diese Forderung der FPÖ wird auch von Wissenschaftlern bekräftigt. Führende Experten der Gesellschaft für Aerosolforschung bestätigen den Nutzen von derartigen Filteranlagen. Weiters zeigt nun auch eine wissenschaftliche Analyse aus Kanada die Notwendigkeit, Schulklassen mit solchen Anlagen auszustatten. Daten aus 677 Schulen haben gezeigt, dass Schulen ohne entsprechende Systeme mehr als dreimal so viele Covid-19-Fälle verzeichneten. Auch der amerikanische Virologe Eric Feigl-Ding spricht sich in einem Twitter-Posting für den Einsatz von Filteranlagen in den Klassenzimmern aus. In dieselbe Kerbe schlägt auch FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak. Es braucht zum Beispiel klare Konzepte auch für die Schulen und Bildungseinrichtungen. Hier sind wir der Meinung, dass wir auch Investitionen zum Beispiel in Luftfiltersysteme, dass die dringlich angesagt werden. Auch das ist vom Kosten-Nutzen-Effekt, glaube ich, etwas, was durchaus stemmbar ist, dass jedes Klassenzimmer mit entsprechenden Geräten ausgestattet wird, damit der Betrieb ordnungsgemäß fortgesetzt werden kann, auch in der kalten Jahreszeit, wo vielleicht die regelmäßige Lüftung nicht so leicht möglich ist. Warum quält diese schwarz-grüne Regierung die Kinder und Lehrer lieber weiter mit den Masken, anstatt endlich in Filteranlagen zu investieren? Es wäre doch so einfach. Wieder mal zeigt sich, Kurz und Co. haben kein Herz für Kinder.